Okay, liebe Zuschauer, es geht weiter mit The Raven. Vermächtnis eines Meisterdiebes. Wir sind ja jetzt in diesem Frachtraum auf dem Schiff, welches nach Kairo fährt. Und werden uns mal hier ein bisschen durchklicken. Verlasse den Frachtraum, betrachte das Cabriolet. Ist natürlich recht dunkel hier. Das ist das Cabriolet der jungen Frau. Anscheinend musste es unbedingt mit nach Ägypten. Und Daddy darf zahlen. Na, warum auch nicht? Mal sehen, betrachte das längliche Ding. Wie gesagt, es ist also unwahrscheinlich schwer zu erkennen, was hier los ist. Was ist das? Ah, eine Taschenlampe. Aha. Cool. Ja, kann ich die jetzt benutzen, die Taschenlampe, oder? Ohne die Taschenlampe könnte ich einen Teil des Frachtraums überhaupt nicht sehen. Doch auch mit ihr finde ich es hier noch unheimlich genug. Ach so, er hat sie an. Es ist nur nicht zu erkennen, weil irgendwas im Wege ist. Ja, wo kann er denn jetzt hinleuchten? Halt, hier irgendwas war hier. Verlasse den Frachtraum. Durchsuche den Spind. Ah, man erkennt schon ein bisschen mehr, okay. Die Tür dieses Spinds ist nur angelehnt. Leer. Durchsuche den Spind. Hm. Die drei linken Spinde scheinen alle abgeschlossen zu sein. Hm. Ja, was nun, sprach Zeus. Da kann doch nicht alles gewesen sein hier drin. Ha. Sehr seltsam. Aber wir haben uns ja aktuelle Hotspots. Können wir uns ja anzeigen lassen. Ein paar Adventure-Punkte weg, macht nichts. Ist wirklich nur die Taschenlampe hier und dann der Cabrio? Mehr war da nicht? Huh. Verlasse den Frachtraum. Hm. Oder geht das noch woanders lang hier? Nee, da geht's nicht weiter. Vielleicht geht's hier weiter. Kann er da lang? Nee, kann er auch nicht. Verlasse den Frachtraum. Ist da wirklich nicht mehr, ne? Ja, ich glaube, wir müssen hier raus. Sehr seltsam. Wenn ich jetzt gehe, war es das für mich. Legrand würde darauf bestehen, dass ich das Schiff verlasse. Dazu darf es nicht kommen. Okay, also muss hier noch irgendwas sein. Irgendwas muss hier noch sein, Freunde. Aber was? Kann ich mal einfach so langlaufen? Ah, siehste? Guck mal, geht weiter. Ja, muss man natürlich wissen. Ja, aber ist hier irgendwas? Hier lang vielleicht? Also diese Dunkelheit hier. Ich werde mal zusehen, ob ich das, wenn ich es bearbeite, ein bisschen heller mache für euch. Weil wenn wir nur diesen Punkt da erkennen... Au, betrachte die Truhe hier unten. Hallo, kommen Sie da raus? Ach, das ist die Truhe, wo er dachte, dass da ein blinder Passagier drin ist. Ja, öffnen wir mal die Truhe. Das Spiel ist aus. Ich werde jetzt die Truhe öffnen. Hallo? Wer ist das jetzt gewesen? Ich bin mir sicher, dass jemand in der Truhe war. Nur, wo steckt er jetzt? Ich habe keine Ahnung. Aber hier scheint doch nichts weiter zu sein, so wie es aussieht. Ja, wie kommt man jetzt wieder da weg? Einfach runterklicken hier oder hier lang? Aber wir hatten da Hallo gesagt, war er das selber, unser Zellner? Nee, also da geht es nicht weiter. Wo geht's hier weiter?
Ja, das ist natürlich nicht so toll gemacht, dass man kaum was erkennt und man weiß ja nicht, wo man langläuft. Trotz Taschenlampe. Ey Leute, wie komme ich hier weg? Ist der nicht von unten gekommen oder ist der von oben gekommen? Keine Ahnung. Vielleicht nach links? Nee, geht nicht. Nach rechts? Ah ja, okay. What nu? Ich weiß nicht, was ich hier zu tun habe. Komm mal hier nochmal Adventure-Punkt einsetzen. Betrachte die Scherben. Was für Scherben? Die waren doch vorhin noch nicht da. Die Scherben sind... Puh, ich bin einfach zu schreckhaft. Da rechts habe ich irgendwas gesehen. Ach je, jetzt sind wir gefesselt. Hallo noch nichts sagen. Ich sag mal nichts. Nimm das Messer. Wird wahrscheinlich nicht gehen, wa? Na toll, jetzt ist es unten. Wie kriegen wir das jetzt runter? Benutze die Kransteuerung. Können wir mit dem Stuhl kippeln oder so? Öffne die Kiste, wird ja nicht... Ah doch, geht. Oder? Nee. Benutze die Kransteuerung? Wird auch nicht rankommen. Ziehe am Tuch. Oh, jetzt hat er hier irgendwas. Flacheisen. Ja, am besten mit der Kiste, oder? Falls das irgendwie machbar ist. Aber scheint. Jeha. So, halt. Scheuere die Fesseln an der Säge durch. Ach so, die Fußfesseln. Gut, jetzt könnte er mit dem Stuhl zum Beispiel laufen. Dann hat er quasi Stuhlgang. Ach, was für ein Brüller. So, können wir jetzt die Kransteuerung irgendwie... Und jetzt soll er sich da anhängen oder was? Achso, er macht's von alleine jetzt. Auf die Fresse. So, was jetzt? Sind wir jetzt tot? Verdammte. Kleine Katzzähne. Ach, der arme alte Mann. Aber er hat Ideen. Davon wird am besten niemals jemand erfahren. Oh doch. Neue Bilder freigeschaltet. Ach, es ist auch heller hier drin. Das ist schön. Und haben wir hier ein Rohr. Nimm das Röhrchen. An der Stange kleben etwas Blut und einige Haare.
Dann kann es ja nicht von dir sein. Die Haare tut mir besonders leid. Ach so, hat er einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Ja, dann nimm mal das ich vor. Ich fasse sie auf der Seite mit den Blutspritzern an. Wer das Opfer ist, wissen wir ja schon. Genau, unser lieber Wachtmeister Anton Jakob Zellner. Betrachte die Binde schon wieder? Betrachte die Zelle? Scheint wirklich für Schwarzfahrer zu sein. Eine Arrestzelle für Crewmitglieder. Oder vielleicht auch für randalierende Passagiere. Ja, oder so. So, mal die Binde betrachten. Der Frachtraum scheint auch als Umkleide für die Besatzung zu dienen. Zumindest für den Teil, der seiner Arbeit nicht den weißen Anzügen nachgeht. Betrachte die Kiste mit dem Einschussloch. Aha, also geschossen wurde da auch, oder wie? Wer immer da geschossen hat, hat diese Kiste getroffen. Die erste Frage lautet, wollte er sie treffen? Und die zweite Frage, warum? Und die dritte Frage, was soll ich jetzt machen? Nochmal betrachten? Na, wird nicht sein, oder? Na doch, komm, wir betrachten nochmal. Eventuell wollte mich der Schütze einschüchtern. Eine viel effektvollere Warnung kann ich mir nicht vorstellen. So, gehe die Treppe hoch. Ist das jetzt in Ordnung? Nee, betrachte das Schott. Schott? Was ist denn Schott? Ach so. So quasi diese Tür. Ich kann einen Gang erahnen, aber man erkennt keine Details. Die Scheibe ist schmutzig und im Gang brennt kein Licht. Halt, öffne das Schott. Na, ihr kennt es ja, alle Schotten sind dicht. Also das heißt jetzt nicht, dass die Leute aus Schottland kommen, alle besoffen sind. Nee, nee, alle Schotten dicht machen heißt eben sozusagen diese Türen, dass die geschlossen sind. Öffne das Schott. Tut sich gar nichts. Die Tür scheint von der anderen Seite verriegelt zu sein. Nimm mal dein Rohr. Also jetzt nicht falsch verstehen, ja? Das Metallrohr. Selbst mit Hebelkraft tut sich da überhaupt nichts. Überhaupt nicht? Selbst mit Hebelkraft tut sich da überhaupt nichts. Ja, das ist ja dann auch blöd. Ist ja eine gewisse Stelle, wo ich dann irgendwie ansetzen muss. Komm, wir gucken nochmal. Druckschots lassen sich auf Schiffen häufig nur von einer Seite öffnen. Wenn ein Raum durch ein Leck voll Wasser läuft, soll kein ertrinkender Matrose das Schott öffnen und damit das ganze Schiff gefährden. Ich bin leider auf der Seite ohne Schließmechanismus. Kommen wir nochmal her mit dem Metallrohr. Muss doch, irgendwie muss das doch funktionieren. Oder bin ich vielleicht noch ja nicht so weit? Komm, versuchen wir nochmal. Selbst mit Hebelkraft tut sich da überhaupt nichts. Ja, komisch. Aber komm, ich brauche jetzt wirklich mal wieder einen Hinweis. Druckschots lassen sich auf Schiffen häufig nur von einer Seite öffnen. Wenn ein Raum durch ein Leck voll Wasser läuft, soll kein ertrinkender Matrose das Schott öffnen und damit das ganze Schiff gefährden. Ich bin leider auf der Seite ohne Schließmechanismus. Vielleicht muss ich hier oben irgendwo ansetzen. Nee, mach dann wieder die gleiche Stelle. Selbst mit Hebelkraft tut sich da überhaupt nichts. Mann, Zellner. Was machst du mit mir? Ich finde hier auch nichts weiter. Kannst du da irgendwie hin? Irgendwo rum oder so? Vielleicht noch eine Tür. Dahin? Nee. Wieder zurück? Vielleicht bin ich auch total falsch. Gehe die Treppe hoch. Öffne die Tür.
die Tür verschlossen hat, ist kräftiger als ich. Und hier haben wir nichts weiter. Öffne Tür. Vielleicht jetzt, vielleicht die Tür mit dem Rohr. Oh, da hat sich was bewegt. Verlasse den Frachtraum. Ich sollte vorsichtig sein. Vielleicht ist der Revolverheld noch in der Nähe. Jawohl, wir sind draußen. Wunderbar. Oh, oh. Was soll das, Zellner? Legrand ist da. Ja, was sagen wir denn hier? Am besten, ich wurde niedergeschlagen, oder? Ich wurde im Frachtraum niedergeschlagen. Aber natürlich wurden Sie das. Hier, sehen Sie. Vorsicht, auf der Seite könnten Fingerabdrücke sein. Sie erwarten doch nicht, dass ich Ihnen das glaube. Wie man sieht, die See ist völlig ruhig. Also finde ich jedenfalls. Da macht es wahrscheinlich auch Spaß auf so einem Dampfer, Kutter, Schiff. Denke ich mal. Aber jetzt weiter zu unseren Jakob Zellner. Anton Jakob Zellner. Ich bin der Truhe nachgegangen. Ich habe sie im Frachtraum gefunden und offensichtlich hat sie tatsächlich jemand benutzt, um unbemerkt an Bord zu kommen. Einige Leute nehmen erstaunliche Mühen auf sich, um diese Fahrt mitzumachen. Allerdings, wer immer es war, er hat mir mit dem Rohr von hinten eins über den Schädel gegeben, als ich eine Spur untersucht habe. Ach ja, und auf mich geschossen hat man auch. Das ist doch alles Blödsinn. Sie wollten unbedingt diese Fahrt machen und haben eine Möglichkeit gefunden, hier zu bleiben. Ich sollte sie über Bord werfen. Ich hätte mir etwas weniger Schmerzhaftes einfallen lassen können. Das sieht wirklich nicht gut aus. Sehen Sie? Und da unten steckt ein Projektil in einer Holzkiste. Ich habe keine Waffe. Der Doktor soll sich das mal ansehen. Dr. Gebhardt nehme ich an. Weil welchen Sinn erfüllt es sonst, dass der an Bord ist? Oh. Inspektor Legrand und Wachtmeister Zellner. Beehren Sie uns also doch auf der Reise? Anscheinend. Wir suchen Dr. Gebhardt. Lassen Sie nur, Captain Conti. Die Conti. Ich komme schon allein zurecht. Sagen Sie nur James Bescheid. Er soll mich unbedingt um 21:15 wecken. Verstanden? Gewiss, Madame. Unbedingt. Ich werde es ihm ausrichten. Ich ziehe mich jetzt in meine Gemächer zurück. Sie werden doch heute Abend um 10 im Salon sein, nicht wahr? Wenn Sie es wünschen. Es wird ein Ereignis. Das kann ich Ihnen versprechen. Schön besoffen. Herrlich. Also von Licht her finde ich das schon toll gemacht. So die Beleuchtung. Die frische Meeresluft und das eine oder andere Glas Champagner. Aber ich freue mich, dass Sie sich doch noch entschlossen haben, mit uns nach Kairo zu kommen. Nicht ganz freiwillig. Behauptet er. Ich wurde niedergeschlagen. Von hinten. Aber das ist doch... Dr. Gebhardt soll sich das mal ansehen, Kapitän Di Conti. Selbstverständlich. Kommen Sie in den Salon, Wachtmeister Zellner. Ich werde den Doktor rufen lassen. Ah, Doktor, da sind Sie ja. Unser tapferer Wachtmeister Zellner hier wurde angegriffen. Schlag auf den Kopf. Oh. Ach, der Schiffsarzt. Setzen Sie sich bitte hin. Das hatte ich jetzt nicht gewusst. Was ist passiert? Das habe ich wirklich nicht gewusst, dass der Schiffarzt ist. Ich dachte, war einfach nur so ein Doktor, der zufälligerweise mitgefahren ist. Interessant. Wir bleiben mal einfach bei dem, was wichtig ist, würde ich sagen. Ich glaube, Sie haben einen blinden Passagier an Bord. Ich wurde niedergeschlagen. Unverschämtheit! Ich werde die Crew sofort anweisen, das Schiff gründlich zu durchsuchen. Und natürlich sind Sie herzlich eingeladen, mit uns die Fahrt fortzusetzen, Herr Zellner. Wenigstens einer, der mich nicht über Bord werfen will. Ist es schlimm? Ja, tut ziemlich weh. Ich habe mit Dr. Gebhardt gesprochen. Er hat einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Wie schlimm es ist, kann ich noch nicht sagen. Aber ich! Es tut ziemlich weh! Warum hat man nicht nach mir gesucht? Ist niemandem aufgefallen, dass ich nicht aus dem Frachtraum zurückgekommen bin? Wir haben Sie gesucht, aber nicht gefunden. Wer sollte sich im Frachtraum umsehen?
Constable Oliver. Und darüber wird noch zu sprechen sein. Allerdings. Wie viele Finger sehen Sie? Alle. Würde ich sagen, wir bleiben mal einfach bei der Wahrheit. 3 Finger. In Ordnung. Wo sind wir? Und wie spät ist es? Ich muss lange ohnmächtig gewesen sein. Es ist kurz nach 8 Uhr abends. Das Dinner ist gerade vorbei. Aber um 10 Uhr treffen wir uns alle hier im Salon zu einem kleinen Umtrunk. Die Begrüßung der Gäste durch den Kapitän am ersten Abend ist ein fester Programmpunkt jeder Fahrt. Sie sind soweit in Ordnung, Wachtmeister. Die Blutung hat schon aufgehört, die Wunde sieht gut aus. Vielleicht haben Sie eine leichte Gehirnerschütterung. Eine ruhige Nacht und morgen haben Sie nur noch Kopfschmerzen und eine beeindruckende Beule. Danke. Das ist doch ein Grund zum Feiern. Genug von Ganoven und Dieben. Ab jetzt können Sie Ihre kostenlose Kreuzfahrt genießen. Jeez. Inspektor! Was? Ein dunkler Schatten! Oberdeck! Gerade eben! Los, das sehen wir uns an! So, jetzt ich aber alle hin da. Ich auch. Nein, Sie bleiben hier. Wollen wir das ausdiskutieren? Na, bleib mal lieber da. Sie gehen zur Baronin und lassen Sie nicht aus den Augen. Zellner, Sie kommen mit nach Backbord. Und Sie gehen nach Steuerbord, Doktor. Ich werde auf dem Vorderdeck anfangen und mich bis zu Ihnen beiden zurückarbeiten. Verstanden? Aber... Baronin von Trebitz? Hallo? Baronin von Trebitz? Öffnen Sie die Tür! Die ist besoffen. Die hört dich nicht. Ja, muss ich jetzt weiter hier irgendwie? Ja. Komm, wir gucken uns mal den Doktor an. Dr. Gebhardt wollte unbedingt mitkommen. Aber jetzt scheint er sich nicht mehr so sicher zu sein, ob das eine gute Idee war. Die Baronin war sternhagelvoll. Es könnte dauern, bis sie sich zur Tür bequemt. Ja, ich würde sagen, wir müssen jetzt hier irgendwie runter oder raus oder... Komm, wir reden mal mit ihm. Alles klar, Doktor? Natürlich. Warum denn nicht? Es ist nur... Also, ich würde lieber mit Ihnen kommen. Sie haben den Inspektor gehört. Geh aufs Nebendeck, Arsiste. Bis gleich, Doc. Oh nein. Ich werde nicht alleine auf Verbrecherjagd gehen. Ist alles in Ordnung? Vielleicht sollten Sie sich besser ausruhen, falls der Schlag doch heftiger war. Geht schon. Zellner! Hier oben! Kommen Sie. Ich glaube, das kam von da oben. Sicher. Du wolltest nur mal frische Luft schnappen. Mhm. Zellner, schauen Sie, wen wir hier haben. Wenn das nicht unser Schatten ist. Und unser blinder Passagier. Bist du kürzlich in einer Truhe gereist? Ich, nix. Er behauptet, zur Crew zu gehören, hat nur kurz Luft schnappen wollen. Aber sicher. Die Baronin öffnet ihre Tür nicht. Verstanden. Bringen Sie den Jungen in die Arrestzelle, Robert. Ja, die Reste hatten wir ja unten gesehen. Also erfüllst du doch ihren Zweck. Genau, ich hatte Schwarzfahrer gedacht. Blinder Passagier, meinte ich. Blinder Passagier. Sie hatten recht. Es gab einen blinden Passagier. Okay. Ja, aber der Rabe kann er nicht sein. Er ist zu jung. Richtig. Was aber nicht heißt, dass der Rabe nicht doch hier herumspukt. Was war das? Ein Schuss. Er kam aus einer der Kabinen. Ein Schuss. Oh, oh. Oh nein.
Baronin von Trebitz? Baronin, öffnen Sie die Tür! Ach Gottchen. Gehen Sie bitte aus dem Weg. Ach, ist sie tot? Wir haben es mit einem Mord zu tun, Gentlemen. Schnell, Zellner. Der Mörder muss noch in der Nähe sein. Eieieiei. Hier tun sich Abgründe auf. Es ist so gut wie niemand an Deck. Jeder, der sich draußen befindet, ist verdächtig. Dieses Mal kriegen wir ihn. Zellner, sind Sie in Ordnung? Ja, na los. Wir müssen. Zellner? Zellner! Verdammt! Er scheint ohnmächtig zu sein. Wen haben wir denn da? Ausgeschlafen? Ja, liebe Freunde, und an dieser Stelle werden wir mal die Sache beenden. Unseren Wachtmeister geht es ja besser, wie es scheint. Und ich bin selber gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht und hoffe, dass ihr auch dabei seid. Und von daher, wie immer, danke!